6 ohne Kotschian, Schlindwein, Knebel, Knoblicek, Großkopf und Dubel. Mit Dirk Dammann und Bernd Hollerbach, zwei ganz junge Leute, deren Namen noch niemand kennt. Das ist Bernd Hollerbach. Eine Rauchbombe, Gott sei Dank die einzige in diesem Spiel. Und Dirk Dammann merkte schon in der ersten Minute, wie hart das Brot auf Bundesligaplätzen verdient werden muss. Da wird er gleich eingesetzt und 9 fault ihn ganz, ganz böse. Wie gesagt, in der ersten Minute, dafür bekommt er die gelbe Karte. Die 7. im nächsten Spiel darf er sich ausruhen. Dirk Dammann erholte sich aber und spielte dann bis zum Schlusspfiff gut weiter mit. Die Gastgeber beherrschten das Spiel, sie griffen an, sie hatten schöne Angriffe und kamen zu guten Tormöglichkeiten. Hier gibt es Freistoß nach diesem Foul an Schulz. Olk hat ihn gefoult und Kastenmeier, der Verteidiger, der aus München nach Mönchengladbach gekommen ist, wird ihn ausführen. Etwa 25 Meter Torentfernung und er setzt ihn ins Netz. 1:0 in der 7. Minute. Durch Bernd Kastenmeier, Thomas Kastenmeier natürlich. Ja, da war Volker Ippig wohl ein bisschen die Sicht versperrt und der Ball schlug hart neben dem Pfosten ein. Führung für Borussia Mönchengladbach. Sie schienen da anzuknüpfen, wo sie in Leverkusen bei ihrem 5:2 Sieg am Freitag aufgehört haben. Vor allen Dingen Flipsen, hier ist er am Ball. Er steuerte das Spiel, brachte viel aus dem Mittelfeld nach vorn. Hier ist er wieder am Ball. Und Kopfball von Salou. Volker Ippig mit wenig Schatten und viel, viel Licht. Noch einmal diese schöne Flanke und der herrliche Kopfball des dunkelhäutigen Mannes. Flipsen habe ich angesprochen. 9 brachte ebenfalls sehr viel aus dem Mittelfeld nach vorn. Martin Schneider, die beherrschten das Spiel. St. Pauli hatte dem nur wenig entgegenzusetzen. Nur eine aufopferungsvoll kämpfende Abwehr. Wieder Flipsen. Manchmal ein bisschen eigensinnig, aber dann sieht der Schulz und 3 St. Paulianer stürzen sich auf ihn, blocken den Schuss ab. Kastenmeier. Blitzen. Kastenmeier und dann wieder Blitzen. Wie geschickt der um die Gegner herumguckt und er ist hier noch was. Ippig lenkt den Ball an den Pfosten. Manolo noch ein bisschen temperamentlos, trotz des eigentlich begeisternden Gladbacher Spiels in dieser Phase. Wie gesagt, St. Pauli nur mit Deckungsaufgaben, Hochstädter gibt zurück und dann ein schöner Pass auf 9. Der steht nicht im Abseits, 16 Meter. Sie hätten eigentlich schon mit 2 oder 3 Toren vorn liegen müssen, die Gladbacher, aber sie griffen weiter. Schulz ganz energisch. Winoff. Freie Bahn und da hätte er vielleicht besser das lange Eck gewählt. Ippig immer wieder im Brennpunkt. Fast 45 Minuten gespielt. Endlich einmal kommt St. Pauli nach vorn. Eigentlich der erste Angriff in der ersten Hälfte. Da wird Golke gefault, Freistoß und nun achten sie auf die Gladbacher Deckung. Achten Sie vor allen Dingen auf Kastenmeier mit der 2. Der sieht seelenruhig zu, wie Gronau den Ball zum Ausgleich ins Netz kickt. 1:1. Hatte wohl keiner mit gerechnet. Kastenmeier mit der 2 steht da. Groninger. Gronau kann sich in Ruhe die Ecke aussuchen, verwandelt. Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Ja, das war natürlich ernüchternd für die Gladbacher, aber sie knüpften eigentlich an den Angriffsschwung an, den sie in der ersten Halbzeit angezettelt hatten. Kastenmeier will seinen Fehler wieder gut machen. Flipsen und Volker Ippig. Immer noch souverän, fehlerlos bis zu diesem Augenblick. Bei diesem Trommelfeuer auf sein Tor. Da verliert er ein bisschen die Fassung, läuft im Strafraum herum. Nun, der Druck wird immer stärker. Rohlers sieht ein bisschen unfroh aus, das kann man verstehen. Wie lange wird die Mannschaft diesem Druck standhalten? Flipsen, immer wieder Flipsen. Laufstark mit sehr viel Übersicht, hier setzt der 9 ein, der immer wieder über die linke Seite kommt. Und da greift Ippig daneben, er scheint ein bisschen die Nerven zu verlieren, so sieht es in diesen Phasen aus. Noch einmal Flipsen.
Aber wie gesagt, die St. Paulianer stehen alle hinten. Immer wieder findet sich ein Bein, um die Schüsse abzublocken. Salou. 9. Sorgt für viel Druck von der linken Seite. Gefährliche Flanken immer wieder. Und da scheint allmählich auch Winhoff zu resignieren. Immer noch 1:1. Ottens kommt dann für Stäubing bei den Gästen. Max für Winhoff. Unverändert aber der Druck. Der Gastgeber Schneider schoss hier aus dem Hinterhalt. Ippich hat sich wieder gefangen. Einwurf kommt zu Hochstädter. Salou. 17, 18 Meter und das war Glück für die Gäste. Ja, Glück hatten sie auch. Dieser Ball ging um Zentimeter am Pfosten vorbei. Da sehen sie es genau. Und dann kann Volker Ippich endlich einmal ein bisschen durchatmen. Denn St. Pauli ringt sich zu einem Konter. Gulke. Der Ball kommt zu Ottens, dem eben Eingewechselten. Links läuft Dams. Ganz frei, keiner greift ihn an. Der Verteidiger. Und das merkt man dann, ein Stürmer hätte vielleicht ein bisschen mehr daraus gemacht. Das war eine Episode, jetzt wieder die Borussen, die Mönchengladbacher Freistoß gibt es hier. Spieß ist inzwischen bei den Gästen auf den Platz gekommen und der hat die Möglichkeit da, aber Volker Ippich glänzend in der Reaktion, sicher auf der Linie. Flipsen, jetzt schauen Sie genau hin. Wird angegriffen von Dams und Hollerbach. Läuft langen Weg, dann wird er müde und fällt. Ja, Elfmeter, da fällt der Bodo Kriegelstein auf Flipsens schöne Schwalbe rein, würde der Dichter hier sagen. Strafstoß, Kastenmeier tritt an und dann fährt der Dichter fort. Dann sprach Volker Ippich den linken Strafstoß Kippe. Zweimal glänzende Reaktion. Toll reagiert. Ob er die Richtung geahnt hat, wir schauen uns noch einmal die Zeitlupe an. Der erste Schuss und der Nachschuss. Todesmutig, aber mutig wirft er sich herein. Fängt den Ball mit dem Gesicht ab. Hat er die Ecke geahnt? Nee,